Und es war echt so eine Last, ist von meinen Schultern gefallen. Es war einfach, ich war so glücklich, dass ich diese Weite im ersten Sprung geschafft habe. Weil es klar, also im Training hat es sich schon so ein bisschen angedeutet, dass ich schon über 6 Meter springen kann, aber es ist halt immer was anderes in einem Wettkampf. Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Mein Athlet. Mein heutiger Gast ist die Weitspringerin Maris Lusulu. Grüß dich, Maris. Hallo. Maris, es freut mich sehr. Du bist die erste Springerin in meiner Sendung. Du hast eine Bestweite von 6,61 Meter, bist mehrfache deutsche Meisterin im Junioren- und Jugendbereich und hast 2014 bei der U20-WM den 3. Platz erreicht. Ja, genau. Das ist so richtig? Das ist richtig so. Und das ehrt mich natürlich, dass ich die erste Weitspringerin bin. Dann komme ich doch direkt zur ersten Frage. Und zwar, wie bist du zur Leichtathletik gekommen? Ich war als Kind in einem Hort und haben wir immer bei Geburtstagen haben wir immer Spiele gespielt. Wie, keine Ahnung, Baseball oder Zombieball, also solche Spiele. Und da haben meine Horterzieher schon gemerkt, dass ich ganz gut bin, dass ich schnell bin, dass ich auch weit springe, dass ich weit werfe. Und dann haben die meine Mama angerufen oder mit meiner Mama geredet und haben gesagt, hier melden Sie doch mal die Maris bei einer Leichtathletikgruppe an. Und ja, und dann hat, und ich bin auch super dankbar dafür, dass sie das gemacht haben. Ja, und dann hat meine Mama mich angemeldet und dann bin ich in Bonner-Meßener Trainingsgruppe gekommen. Da war ich bei meiner allerersten Trainerin, bei der Melanie Zecher. Und ja, und dann, das war so der Beginn ja, meiner Karriere. Warst du dann von Anfang an direkt beim Weitsprung oder? Nein, es hat dann so begonnen, dass ich, ich habe erstmal Mehrkampf gemacht. Man hat ja im Schülerbereich ja immer solche Blockmeisterschaften gehabt, wo man dann Blockwurf, Blocksprung und Blocklauf war. Und ich war halt ein Blocksprung und hatte, ich glaube, das war 2010, hatte ich dann auch die Norm für die deutschen Meisterschaften. Da war ich 15. Und darauf haben wir uns dann auch vorbereitet. Aber ich bin in dem Jahr auch die Norm, Einzelnorm, im Weitsprung gesprungen. Und ja, und dann haben wir halt gesagt, okay, das nehmen wir dann mit. Sind wir zu den deutschen Meisterschaften gefahren, einzeln. Das war noch vor den deutschen Mehrkampfmeisterschaften. Und ich bin da erstmal hingegangen, ohne irgendwelche großen Erwartungen, weil ich war noch so jung, das war auch sehr überraschend, dass ich überhaupt die Norm hatte für einen Weitsprung und da habe ich halt gedacht, okay, komm, ich spring da mal, die waren ja auch alle älter als ich, es waren glaube ich U18-Meisterschaften und ja, und dann bin ich halt überraschenderweise Dritte geworden und fand ich halt mega cool und dann kam meine Trainerin, die Melanie Zecher, kam dann zu mir und meinte, hier Maris, ich wurde gerade gefragt, ob du bei einem Länderkampf mitmachen möchtest. Ein Länderkampf Deutschland gegen Polen. Und das war aber am selben Wochenende, wo auch die deutschen Mehrkampfmeisterschaften waren. Und da hat sie mir die Wahl gelassen, für was ich mich entscheide, halt für einen Mehrkampf oder für einen Weitsprung. Und ja, ich habe mich dann im Endeffekt für einen Weitsprung entschieden. Habe mir gedacht, so einen internationalen Wettkampf, das ist schon ganz cool bestimmt. Ja. Ja, und dann habe ich den gemacht, da bin ich auch sogar Erste geworden. Ja, und dann hat sich es irgendwie so entwickelt, dass ich dann doch beim Weitsprung geblieben bin. Und dann das Jahr darauf bin ich ja dann auch direkt bei der U18-WM gestartet für Deutschland. Und so kam es dann, dass ich dann beim Weitsprung blieb. Dann ist natürlich der Ehrgeiz geweckt, also ja. Wenn das sofort so gut läuft. Ja, eben deswegen. Also vor allem, man muss auch sagen, wenn man so das erste Mal dann international starten dürfte und dann auch so ein bisschen so Erfolg geschnuppert hat, das war ja dann irgendwie schon, ich fand es halt natürlich total cool und total faszinierend. Und ja, und dann haben wir gedacht, komm, dann bleiben wir doch dabei. Ich habe natürlich weiterhin Mehrkampftraining gemacht, aber das hat sich dann einfach herauskristallisiert, dass Weitsprung meine Disziplin ist. Und Mehrkampf neben dem Weitsprung, was war noch so eine Disziplin, die dir besonders gut gelegen hat? Also auf jeden Fall der Sprint. Ich bin über die Hürden sehr gut gelaufen im Schülerbereich. Und naja, der Wurf war so, naja. Es gab ja auch früher Schlagball. Ja. Und da
bin ich, also ich weiß noch, da habe ich mit 12 Jahren, ich glaube, es war mit 12 oder mit 13, 50 Meter geworfen. Also ich war gar nicht so schlecht. Ja. Aber ich denke, es war so der Weitsprung und halt der Sprint, der eigentlich so ganz gut war. Es liegt auch immer nah. Weitsprung, ja, genau. Das liegt, ja, es liegt halt natürlich nah. Deswegen war das am besten. So der Ausdauerbereich war halt, ja, das war Katastrophe. Also eine richtige Kurzsprinterin beziehungsweise Weitspringerin. Oh ja. Du hast ja dann im Jahr 2017 deine noch gültige Bestweite aufgestellt, konntest deinen U23-Meistertitel verteidigen und wolltest dann bei der U23-EM deine Bestweite auch noch verbessern. Ja. Dann kam aber im Training alles ganz anders. Du hast dir eine sehr schwere Knieverletzung zugezogen. Wie kam es dazu? Also an dem Tag war ich noch im Training, also draußen im Training, habe Sprint trainiert und der Jürgen hat mich da auch an dem Tag noch sehr gelobt, dass es so gut läuft und hat halt auch gesagt, dass ich, dass es auf jeden Fall, dass die Saison auch sehr gut wird. Dann bin ich zum Olympiastützpunkt gefahren und dort hab ich immer an einem Gerät trainiert, an einem Isomet. Und es ist so eine Kraftmaschine. Also da kann man mehrere Übungen machen, wie Beinpresse oder auch für die Arme was machen oder ja, für verschiedene Bereiche vom Bein jetzt irgendwie was trainieren. Ja. Und ich war halt eben in der Beinpresse und ja, und es kam halt eben dazu, dass ich sag's mal harmlos, dass mir das Knie, dass das Knie überstreckt worden ist. Und das ziemlich stark. Also es war wirklich so stark, dass halt einiges kaputt gegangen ist im Knie. Es war ziemlich schmerzhaft, sehr, sehr schmerzhaft. Und ja, es war auf jeden Fall kein so schönes Erlebnis. Und musstest du dann danach auch operiert werden? Also wie ist ja, es danach? Also nachdem es passiert ist, bin ich auch erstmal direkt zur Sportklinik nach Bad Nauheim. Und da wurde dann MRT gemacht. Also mir war bewusst, dass das Knie halt komplett zerstört ist. Aber als sie mir dann doch gesagt haben, dass halt so viel kaputt gegangen ist, also mein Kreuzband vorne ist gerissen, das hintere war ein Teilriss, dann das Außenband, die Popliteussehne und die Bicephalmoressehne ist gerissen. Dann hatte ich eine Kapselsprengung und am Knorpel, der Knorpel hat noch was abbekommen. Also es hat einiges kaputt gegangen. Als sie es halt nochmal gesagt haben, war es halt für mich so, oh Gott. Ich war einfach so am Boden zerstört, dass halt so viel auch kaputt gegangen ist. Also es war mir, ich muss ehrlich sagen, es war mir schon bewusst, aber es war einfach nochmal echt schwer, es mir nochmal anzuhören. Und ja, 2 Tage danach wurde ich dann direkt zur BGU eingeliefert worden, zum Dr. Welch, der dann mich operiert hat und nochmal danke an Dr. Welsch, dass er dieses Knie wirklich so gut hinbekommen hat. Und da wurde ich operiert. Die Operation hat auch 3 Stunden gedauert. Ist halt auch einiges kaputt gegangen. Und ja, ich habe jetzt 4 Titananker in meinem Knie. Die befestigen halt die Bänder natürlich. Und die bleiben auch drin, also die werden halt nicht mehr rausgenommen. Wie hat sich dann die Reha dargestellt? Also es ging dann wahrscheinlich direkt nach der OP unmittelbar darin über. Ja, also ich bin nach dem Krankenhausaufenthalt bin ich dann nach Wiesbaden zum Med4Sport zur Reha gegangen. Also es war eine ambulante Reha und da war ich 5-mal die Woche und es war halt dann so, dass ich konnte dann natürlich nichts machen. Also ich hatte auch erstmal für 10 Wochen hatte ich eine Streckschiene. Und also mit so einer Streckschiene, da kann man echt gar nichts machen. Also ich meine, wir sind jetzt unter Sportler, das ist echt, man kann nicht mal normal, man kann sich halt nirgendwo hinsetzen, dann geht man auf Toilette und dann war das Problem, wenn man unterwegs ist, muss man erstmal schauen, ob die Toilette groß genug ist. Und wenn die nicht groß genug war, musste eine Freundin dazukommen und das Bein hochhalten, weil ich mich ja nicht normal hinsetzen konnte. Also das war schon echt eine schwierige Zeit. Ja, und dann bin ich halt in die Reha und konnte natürlich erstmal auch nichts fürs Bein machen, weil das Knie war noch zu schwach, es war noch zu frisch nach der Operation. Ich muss halt viel Oberkörperkraft machen, mit dem Handergometer, Fahrrad fahren. Und ich hatte aber auch Physiotherapie
Und da haben wir halt eben die Beugung und die Streckung haben wir halt sozusagen neu erlernt, weil ich, also es ist halt so, dass, also jeder Mensch kann ja das Bein bis zum Gesäß ziehen, aber ich kann halt mittlerweile nur noch, ich würde mal sagen, wenn das gestreckte Bein 0 Grad ist, kann ich das Knie nur bis so 120 bis 130 Grad beugen, also mehr geht da nicht mehr, das sind halt die Folgen der Operation. Und in den ersten Wochen haben wir natürlich versucht, dass die Beugung bzw. die Streckung halt eben funktioniert. Und das hat sich dann auch mehrere Wochen dann so gezogen. Das war eigentlich meistens erstmal dasselbe Programm. Und dann kam ich noch zu einer stationären Reha. Das war in Warndorf bei der Bundeswehr. Und da war ich auch 5-mal am Tag beschäftigt mit Aquajogging, mit Krafttraining, mit Physiotherapie, mit Massage. Also wirklich von 8 Uhr morgens bis um 16 Uhr hatte ich auf jeden Fall immer Programm. Und ja, das war halt auf jeden Fall sehr viel. Aber es hat mir definitiv, das hat mich auf jeden Fall weitergebracht. Und wie standen damals die Chancen für ein Comeback? Die Chancen waren nicht so hoch, ich würde mal sagen, fast bei null. Die Ärzte haben ja auch schon gesagt, hier Maries, das sieht sehr schlecht aus, wir müssen mal schauen, wie die Reha abläuft. Aber die Ärzte haben ja auch erst gedacht, dass ich nicht mal normal gehen kann, ohne dass man das nicht sehen wird, okay, dass da was ist. Und die haben auch nie was gedacht, dass ich jetzt, die haben jetzt auch gesagt, der Leistungssport wird halt schwierig. Also selbst das Joggen ohne Schmerzen konnten die sich nicht vorstellen. Und also die Chancen waren schon sehr, sehr schlecht. Und auch wenn ich mit Trainer drüber gesprochen habe, ich meine, viele Trainer haben ja auch Erfahrungen mit verletzten Athleten. Und selbst die, ich meine, klar haben sie es mir nicht direkt ins Gesicht gesagt, aber man hat es denen schon angemerkt, dass sie gemerkt haben, so, okay, hier, ich glaube, das wird nichts mehr. Und also die Chancen waren wirklich schon fast bei null. Und hast du dann auch selbst mal mit dem Gedanken gespielt, keinen Leistungssport mehr zu betreiben? Ich muss ehrlich sagen, also irgendwie kam mir dieser Gedanke nie in den Sinn. Wirklich nie. Also es war, der Unfall ist passiert und so die ersten Gedanken waren natürlich, oh Gott, ich kann die Saison nicht mehr machen. Oh Gott, ich kann bei der U23 EM nicht gewinnen oder keine Medaille holen. Dann waren natürlich weitere Gedanken, oh Gott, ich fliege aus dem Kader. Oh Gott, ich bin dann nicht mal bei der Bundeswehr. Ich kriege keine Unterstützung mehr. Wie soll ich denn das noch machen? Ich habe mir einfach nur gedacht, oh nein, jetzt wird der Weg zu Olympia und zu anderen internationalen Meisterschaften einfach schwieriger. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich irgendwie aufhören sollte. Oder keine Ahnung. Viele sagen aber auch zu mir, Maries, bei so einer Verletzung hätte ich auf jeden Fall aufgehört. Das ist total krass, dass du überhaupt weitermachst. Und ich wirklich, also dieser Gedanke kam mir nie in den Sinn, das ist beeindruckend, zu sagen, nö, das hört jetzt auf. Also du musstest dich da auch überhaupt nicht motivieren, wenn du sagst, du hast von morgens bis abends Reha gemacht. Also du hast immer dieses Ziel vor Augen, ja, okay, eben, der Unfall ist passiert und ich will so schnell wie möglich wieder springen und deswegen ziehe ich das jetzt hier durch. Ja, also ich meine, ich hatte ja keine andere Wahl. Ich war ja wirklich jeden Tag in der Reha und ich habe ja jeden Tag mein Programm gehabt und deswegen kam mir auch gar nicht in den Sinn zu sagen, okay, ich höre jetzt auf. Also da wäre auch alles umsonst gewesen. Und klar, ich mache es natürlich auch für mich, damit ich auch wieder zurück in den Leistungssport komme. Aber ich habe mir auch gedacht, ich mache es natürlich vielleicht auch ein bisschen für meine Familie, um die auch ein bisschen stolz zu machen. Ich bin auch die älteste Schwester, um meine Geschwister zu zeigen, hier Leute, ist egal, wie schwierig es wird, ihr könnt es schaffen. Klar musste ich mich motivieren, also so ist es nicht. Es gab auch schon schwere Zeiten, wo ich gedacht habe, so Gott, ich komme nicht voran. Gerade in der Phase, wo man einfach keine großen Fortschritte mehr sieht, sondern wirklich nur sehr, sehr kleine. Ja. Und klar war es dann schwierig, da konnte ich mich halt nicht so gut motivieren. Aber ich hatte halt immer noch meine Freunde. Ich hatte den David, der echt viel gemacht hat für mich, der mich auch wirklich jeden Tag motiviert hat und natürlich der direkte Umkreis, also gerade die Trainingsgruppe, die mich auch super motiviert haben, die mich immer noch mal motiviert haben, gesagt habe, hier Maries, nicht den Kopf hängen lassen, du bist jetzt schon so weit gekommen, das wird wieder. Und dafür bin ich auch super dankbar, dass ich auch noch mal die Leute um mich herum hatte, die
mich da so toll unterstützt haben. Also du hattest auch viel Unterstützung aus deinem Umfeld. Ja, auf jeden Fall. Also gerade die Trainingsgruppe, die hat mich sehr geholfen. Also natürlich, weil ich mit denen trainiert habe und die haben natürlich auch mit dem Unfall alles mitbekommen und die waren ja von Tag 1 irgendwie dabei. Und klar, ist es halt von denen nochmal, habe ich dann nochmal echt viel positives Feedback immer wieder bekommen und ja, aber auch von der Familie natürlich und auch von, also auch wenn ich, als ich im Trainingslager war, da haben mich ja auch dann viele wiedergesehen und haben mich dann auch, haben mir auch immer wieder gesagt, wow, Maries, dass du das schon wieder machst und dass du so weit bist, ja, das hat sie dann auch, es hat denen auch ziemlich gefreut, dass ich wieder auf dem Platz stehe und wieder was machen kann. Und wie war es dann, als feststand, okay, im nächsten Training mache ich meinen ersten Trainingssprung? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, es war so, dass ich gedacht habe, das war nämlich so, dass der Jürgen, also mein Trainer Jürgen Sammert, der hat nämlich gar nichts davon erzählt. So. Also jetzt, ich spreche jetzt von Sprüngen in die Grube mit Landung. Ja. Es war einfach so, ich bin ins Training und wir haben davor natürlich schon ein paar Sprünge gemacht, so kleinere Sprünge über kleine Höhen. Und ich habe ja in der Reha ja schon ein bisschen angefangen, so kleine Sprünge zu machen. Und der Jürgen hat dann irgendwann mal, glaube ich, im Training gesagt, so, jetzt springst du mal in die Grube, machst eine Landung. Und ich so, wie bitte? Und ja, und dann stand ich da und sollte erstmal versuchen zu landen, jetzt aus 3 Schritten. Ja. Und dann hat er natürlich gesagt, wie ich es am besten machen kann, weil ich ja mit der Beugung ja das Problem habe, dass ich nicht richtig landen kann. Dass ich halt, jetzt muss ich halt ein bisschen mehr auf der rechten Seite landen, weil ich halt versuchen muss, das linke ein bisschen gestreckt zu lassen. Und und dann hat er gesagt, ja, probier es doch jetzt einfach mal. Und ich so, okay, dann probier es mal. Und dann hat es natürlich erst ein bisschen lang gedauert, bis ich mich überhaupt getraut habe. Und irgendwann hat es dann einfach geklappt. Und dann haben wir weitergemacht und irgendwann kam das Vertrauen auch wieder und das Gefühl auch wieder, dass ich das schaffen kann. Und ja, und dann ist es einfach so geschehen. Und vor einigen Wochen hast du dann auch deinen ersten Wettkampf seit der Verletzung wieder bestritten. Wie war die Nacht davor? Konntest du ein Auge zumachen oder? Ich muss ehrlich sagen, ich war erstmal sehr tiefenentspannt. Ich habe es auch ein bisschen runtergespielt, so, ach komm, jetzt ist mein erster Wettkampf, es wird schon irgendwie und Freunde und Familie sind ja da und es ist dann bestimmt ganz schön, dass halt so ein bekannter Umkreis halt um mich herum ist. Das waren ja 25 Leute, die da waren für mich. Wow. Und habe gedacht, ach komm, das wird schon locker sein, das wird schon bestimmt easy. Aber ich muss ehrlich sagen, als ich dann dort war und dann auch an der Anlage stand, da war ich so aufgeregt. Also ich habe gedacht, dass mein Herz springt mir aus der Brust. Wirklich so aufgeregt war ich. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn 25 Leute für dich da sind, denkt man sich auch, okay, Maries, jetzt musst du auch was zeigen. Also nervöser als beim ersten Wettkampf. Ja. Wie war dann der Wettkampf an sich? Also als dann der erste Sprung geklappt hat? Beim ersten Sprung, als ich dann da stand, dann haben die schon angefangen zu klatschen. Da habe ich gedacht, nee, bitte noch nicht klatschen. Habe ich auch gesagt, Leute, erstmal bitte Stille. Und dann habe ich noch mal geatmet, habe gesagt, okay, Maries, das schaffst du schon. Bin angelaufen und dann bin ich ja am ersten schon 6,20 gesprungen. Und es war echt so eine Last, ist von meinen Schultern gefallen. Es war einfach, ich war so glücklich, dass ich diese Weite beim ersten Sprung geschafft habe. Klar, also im Training hat es sich schon so ein bisschen angedeutet, dass ich schon über 6 Meter springen kann, aber es ist halt immer was anderes in einem Wettkampf. In einem Wettkampf gehst du damit, da fängst du bei null an. Und das war auch einfach nochmal der Beweis dafür, Maries, es hat sich gelohnt, die zwei Jahre nochmal zu kämpfen, nochmal alles zu geben. Und ich meine, klar, die 6,20 ist noch nicht so weit, wie ich natürlich kommen möchte, aber dafür, dass es hieß, dass ich überhaupt keinen Sport machen kann, dass ich doch jetzt wieder 6,20 Meter springe. Das ist schon absolut beeindruckend. Das ist echt. Und was konntest du aus dieser unglaublich schwierigen Phase für dich mitnehmen? Also auf jeden Fall, dass egal wie aussichtslos es aussieht, dass man einfach kämpfen muss. Also ich habe einfach weitergemacht, ohne drüber nachzudenken, aufzuhören. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich habe einfach,
Ich sag's mal so. Ich bin einmal meiner Mama ziemlich dankbar. Ich glaube, ich habe diese Eigenschaft auch von meiner Mama, auch zu kämpfen. Einfach zu sagen, hier, egal was ist, du musst kämpfen. Ich muss einfach alles geben. Und solange ich alles gebe, kann ich im Nachhinein mir nicht sagen, okay, ich habe nichts gemacht. Und ich glaube, diese positive Eigenschaft, auch dieses positive Denken, das habe ich definitiv von meiner Mama. Und ich glaube, das hat immer schon in mir geschlummert so ein bisschen. Aber jetzt bei so einer Extremsituation konnte ich es halt das erste Mal so richtig, ich sag mal, anwenden. Ja. Und konnte es natürlich auch jetzt mal zeigen. Und das ist das auf jeden Fall, was ich mitgenommen habe. Auf jeden Fall niemals aufgeben, egal wie aussichtslos es aussieht. Das ist auch unglaublich beeindruckend. Also ich habe das ja auch so wenig zumindest über Instagram verfolgt. Und ja. Einfach Wahnsinn. Das Danke. Freut mich. Und was sind deine Ziele für die kommenden Jahre? Also jetzt für dieses Jahr ist es eher so wie so ein Übergangsjahr. Ich möchte erstmal nochmal ein bisschen mehr Vertrauen gewinnen, also fürs Knie gewinnen, ja. Weil ich springe weiterhin mit dem verletzten Bein, was natürlich ein bisschen riskant ist, aber ich habe einfach noch immer noch ein gutes Gefühl mit links und ich springe auch immer noch gut mit denen. Ich bin nicht verunsichert, das Knie fühlt sich sicher an. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir weiter mit links springen. Deswegen wird dieses Jahr auf jeden Fall ein Übergangsjahr. Und für die kommenden Jahre steht auf jeden Fall Olympia ganz oben. Klar wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger für mich. Und jetzt ist ja auch dieses neue Punktesystem da, was ich auch noch nicht so ganz verstehe, muss ich ehrlich sagen. Aber ich werde auf jeden Fall trainieren und alles geben, dass ich auf jeden Fall die Norm oder die gewisse Punktzahl erreiche. Und für die weiteren Jahre auf jeden Fall internationale Wettkämpfe natürlich, ja. Dann kommen wir jetzt schon zu den 5 Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war bisher dein größter Wettkampf? Mein größter Wettkampf war, also einmal natürlich mein letzter Wettkampf. Meine 6,57 Meter bei den deutschen Meisterschaften in Leverkusen. Also das war einfach ein großartiger Wettkampf, weil ich es einfach nochmal geschafft habe, im 6. Versuch den deutschen Meistertitel zu holen. Klar bleibt da auch immer noch so in Erinnerung, weil es eben der letzte Wettkampf war. Aber ich fand den Wettkampf, das war einfach, die Leute waren einfach, das war der Hammer. Das Publikum hat mitgefiebert und mitgeklatscht und als ich im 6. Versuch das geschafft habe, da muss ich auch ehrlich sagen, ich war sehr stolz auf mich. Ich war sehr, sehr stolz auf mich. Und natürlich auch mein allererster Wettkampf jetzt nach der Verletzung. Das war einfach so schön, dass halt die Leute, die das alles jetzt mitbekommen haben mit meiner Verletzung und die auch immer an meiner Seite waren, dass die Leute mit dabei waren und es war auch so ein schöner Wettkampf, weil es war halt super klein, es waren so nur wir und es war irgendwie nicht, keine Ahnung, ich hatte keinen Druck auch, das war einfach so gelassen, einfach Spaß haben, was man auch nicht mal so oft hat, ja. Weil jetzt geht's halt einfach, meistens geht's ja immer um einen Titel oder dann auch für meisten Sportler natürlich um Geld und was auch immer und hier ging es einfach mal wirklich um Spaß haben, ohne Druck zu springen, mit der Familie, mit Freunden und das war echt ein toller Wettkampf, wirklich toll. Und auf der anderen Seite, deine bisher ja, schmerzlichste Niederlage? Ja, natürlich die Verletzung. Die Verletzung, das glaube ich. Also definitiv die Verletzung, ja. Und auf der anderen Seite, kommen wir nochmal kurz zurück zum Training, dein Lieblingstraining. Mein Lieblingstraining ist auf jeden Fall die Sprungeinheiten, also die Technikeinheiten, wenn ich halt in die Grube springe. Macht mir natürlich Spaß, wenn ich natürlich auch gut springe. wenn ich nicht gut springe, habe ich ziemlich schlechte Laune, aber das gehört natürlich dazu. Und das denken wahrscheinlich nicht viele, aber ich liebe Kugelstoßen. Okay. Ich liebe Kugelstoßen, ich weiß nicht, was es ist, was mich da so reizt, aber ich finde das echt cool, die Disziplin. Von der Technik her, oder? Von der Technik, obwohl ich noch nicht aber gut in der Technik bin, aber ich weiß nicht, es macht mir einfach riesen Spaß, Kugel zu stoßen. Und auf der anderen Seite, auf welche Trainingseinheiten könntest du verzichten? Irgendwie habe ich da keine so richtige. Also Läufe machen natürlich nicht so wirklich Spaß, aber
ganz ehrlich, wenn man die Läufe geschafft hat, dann ist man so froh, dass man das durchgezogen hat. Und dann hat man ja so ein Glücksgefühl. Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass es mein Hasstraining ist. Also ich habe eigentlich so an sich kein so wirkliches Hasstraining, was vielleicht so ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen Oberkörperkraft, wenn ich Oberkörperkraft machen muss. Das ist natürlich, was mir am wenigsten Spaß macht. Okay. Aber ich habe jetzt so kein Hasstraining. Nee. Und was würdest du jungen Athletinnen und Athleten mitgeben? Was ich denen auf jeden Fall mitgeben würde, ist, dass sie so dankbar sein sollen, dass sie springen, sprinten, werfen können, ohne dass sie sich, also ohne Verletzung. Also es ist wirklich, ich stehe manchmal in der Grube und denke mir, Gott, bin ich dankbar, wieder springen zu dürfen, dass ich einfach die Möglichkeit habe, zu sprinten, dass ich die Möglichkeit habe, mich so zu bewegen, ohne dass ich jetzt sagen muss, oh Gott, ich muss jetzt darauf achten, dass das Knie, dass ich das Bein so setze, weil das Knie ja so, keine Ahnung, dass das und das passieren kann. Also da bin ich wirklich unfassbar dankbar. Und ich glaube, viele Leute, die sich noch nie so wirklich verletzt haben, die können es, glaube ich, nicht so wertschätzen. Also die, ich muss auch ehrlich sagen, davor hatte ich ja auch noch nie wirklich so eine schwere Verletzung. Davor hatte ich vielleicht mal eine Zerrung oder sowas. Und dann kommt halt so was Großes, was dich fast aus dem Leben reißt. Also es ist wirklich, die Leichtathletik und der Sport ist halt einfach mein Leben. Und es war wirklich, es war schon echt schmerzhaft zu sagen, so Gott, vielleicht kann ich nicht mal weitspringen. Aber jetzt, wo ich es wieder kann, bin ich so unglaublich dankbar. Und das muss aber den Leuten bewusst sein. Die müssen dankbar dafür sein, dass sie wirklich springen und das machen dürfen, was sie lieben. Ja. Vielen Dank, Maries, für dieses Interview. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.